Was zum Geier hat mich geritten? Oh Gott. Oh Gott, schlechte Wortwitz in der ersten Sekunde. Hallöchen zu einer neuen Runde ausgepackt. Lange Geschichte. Ich habe dieses Spiel vor, glaube inzwischen einem halben Jahr von Nico geschenkt bekommen und habe immer gesagt, ich mache mal was dazu. Und jetzt ist es soweit. Wir spielen heute Secret of the Magic Crystal. Auf Deutsch. Okay. Ah, das macht mich jetzt schon so viel. Okay, wir gucken einfach mal rein. Wir starten ein neues Spiel. Ein besonderer Meteorit schlug übrigens vor langer Zeit in die Erdatmosphäre ein. Und zwar sprangen kleine Stücke und seine Kristalle gingen verloren. Das ist tragisch. Ach, ganz ehrlich. Mhm, diese Kristalle haben eine Wirkung auf Pferde, übrigens. Die Gelehrten lachten ihn aus, weil... Wer kommt auf sowas, ne? Dann hat er uns zwei Kristalle gegeben. Wähle einen Spieler. Ja, das machen wir doch gleich mal. Das ist so ein bisschen Nico in Blond. Das ist so Babyface Nico in Blond. Also wir spielen Babyface Nico. Und speichern einfach mal da. Warum tue ich das? Der Bauernhof. Dein Großvater hat die Natur der Meteoritkristalle studiert. Er hat dir seinen alten Hof hinterlassen. Also ist auf jeden Fall ein sehr netter Großvater. Kannst ihm helfen, indem du besondere Pferde züchtest und versuchst, die verlorenen Meteoritenkristalle zu finden. Kannst die Gebäude upgraden, Backsteinsymbol oder du kannst sie betreten, Türsymbol. Im Stall wartet ein Fohlen auf dich. Oh, was ist der Stall? Was? Brunnen, Scheune, Schmied, Gehege, Tor. Das ist ein Tor, gut zu wissen schon mal. Infotafel, Stall. Dies ist der Stall, in dem deine Pferde leben. Hier können sich deine Pferde zwischen dem Training, den Rennen, den Missionen ausruhen. Hier kannst du sie füttern und tränken. Bitte ertränken. Ich will nicht. Ah, wir gehen rein. Wir gucken uns unser Fohlen an. Denn unser... Ich hätte gern so ein Feuerfohlen da. Das ist so ein brennendes Pferd. Also das hätte schon was. Auf der linken Seite findest du das Pflegewerkzeug. Benutze die Striegelbürste für das Fell, den Hufkratzer für die Hufe und den Schwamm für den Kopf. Das kann ich mir nicht merken, aber okay. Für die erwachsenen Pferde kannst du neue Produkte kaufen, ihre Fähigkeiten steigern. Ist das ein Pferde-RPG? Jetzt mal ernsthaft. Das ist Annika. Level 1. Stärke. Also sie hat 0 Stärke. 0 Schnelligkeit, Ausdauer, Geschick, Reflex. Ach du Schande. Ja. Okay, also... wie war das jetzt? Pflege dein Pferd. Hier. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache, aber das sieht schon mal gut aus, so wie es glänzt. Ja, bist du jetzt zufrieden? Du bist so zufrieden. Zack. Hufe deines Pferds. Burp. Wie geht das? Das macht nichts. Huch! Huch! Ich habe ein Einhorn draus gemacht. Nächstes. Ich habe noch mehr? Nein, ich habe nur die Annika. Pflege die Mähne. Komm mal her. Ja, es glänzt da, wo ich es nutzen kann. Okay, das ist ja ganz easy dann. Hier, guck mal. Aber irgendwie macht dich das gerade auch nicht glücklicher, Annika. Nee, irgendwie mag die Annika nicht. Tränke dein Pferd. Wie denn? Mit dem Eimer? Da, trink. Trinkpferd. Ja, schön. Lampe für dein Pferd. Oh, das ist aber nett, dass es Licht bekommen hat. Stallverschlagnummer. Füttern. Friss Pferd. Könntest du bitte? Danke. Du bist ein bisschen langsam, aber du hast ja auch noch nicht... Doch, das hat neun... Wo hat das auf einmal die 79 Punkte Intelligenz her? Kann ich es nochmal pflegen? Ja. Oh, da springt es aber rum vor Freude. Ja, das gefällt dem kleinen Pferd, ne? Ja, Annika, das ist schön, ne? So, die Hufe, kann ich die jetzt endlich mal pflegen? Da! Es hebt das Hufe. Ja, das ist schön, ne? Das ist sehr schön. Jetzt, das ist gar nicht mal so blöd, das Tier. Ja,
Ja, das ist ganz toll, ne? Nee, komm, jetzt ist gut. Irgendwann ist auch mal genug. Zustand, Geist, Shop. Passende Produkte für mein Pferd. Okay. Lampe. Was? Was ist das? Ich habe das Gefühl, dass die Lampe da irgendwie ganz sinnvoll ist. Zack. Hey, da ist es ganz glücklich. Und bekommt. Ach, darüber bekommt es dann. Ah, okay. Also, was will ich meinem Pferd denn geben? Ich glaube. Stärke, Schnelligkeit. Ich darf mir dieses Stärke jetzt auf keinen Fall angewöhnen. So. Der wäre auch noch da gewesen. Ja, das ist jetzt blöd. Das habe ich übersehen. Egal. Futter. Fütter dein Pferd. Was kriegt's denn? Das da sieht doch ganz nett aus. Zack. Passend dazu dann das da. Zack. Pflege. Zustand. Was bringen die denn alle? Die bringen alle nichts. Doch, die heben die Werte besser. Jetzt steige ich dahinter. Da ist, glaube ich, das am sinnvollsten. So, wir rüsten das Pferd einfach mal voll aus mit tollen neuen Schwämmen und Bürsten. Bringt da irgendwas wirklich was Sinnvolles? 106, 111, 114. Ich hätte gern irgendwas Ausgeglichenes. Ich nehme den da. Zack. Und ein neues Schwämmchen. Der ist schön ausgeglichen. Zack. So. Bist du jetzt glücklich, Pferd? Gut, ich bin es nämlich auch. Wir gehen auf den Bauernhof. Schauen uns mal weiter um, was wir denn jetzt mit unserem kleinen. Ich hab das jetzt in der Mitte. Sehe ich jetzt erst. Hufschmied, kannst du das magische Hufeisen herstellen? Je höher das Level des Gebäudes, desto bessere Hufeisen betreten. Wir schauen uns erstmal hier auf dem Hof um. Huch, wo kommst du denn auf einmal? Das darf einfach frei rumlaufen. Okay, was ist das denn? Hufeisen schmieden. Wähle drei Materialien und mische sie auf dem Amboss. Im Buch findest du neue Kombinationen. Zeig mir mal das Buch. Ich habe kein Geld. Ich kann leider. Ja, wir experimentieren einfach mal rum. Ich wäre für das da, das da und das da. Das wird ein tolles Huf. Du hast eine falsche Kombination. Oh nein. Okay. Ach, und jetzt ist. Oh! Oh, das war nicht gut. Okay. Ach, Mist. Okay, man darf also nicht einfach rumexperimentieren. Was ist denn im Gehege? Wir gucken uns erstmal wirklich unseren Bauernhof zu Ende an, bevor ich jetzt weiter Riesenfehler mache. Hier kannst du deine Pferde auf das höchste Niveau trainieren. Wähle aus den Objekten um deine Pferde herum. Wenn sie ihre maximale Fähigkeiten erreicht haben, kannst du sie im Stall paaren. Pferdetamagot, was ist das hier? Schlitten ziehen. Ab dafür. Du bist ein mächtiges Einhorn. Du wirst jetzt einen Schlitten ziehen. Während des Trainings erscheinen Pfeile auf dem Trainingsfeld. Wenn der Pfeil vorüber ist, beginnt dein Pferd sich zu drehen. Dann musst du die jeweilige Taste drücken. Was? Okay. Get ready. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, welche Ta. Was muss ich. Ah, da ist ein Pfeil. Das ist natürlich super gelegt mit den Pfeiltasten. Das war ein Gut. Also, sobald die anfangen, sich zu drehen, muss ich die drücken. Das ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe. Zack. Zu früh. Wirklich? Wirklich? Das kann nicht mehr. Ich bin so ein schlechter Pferdetrainer. Zack. Oh, jetzt dreht's aber ab hier.
Das war gut. Das war auch gut. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe zu früh gedrückt. Ich dachte halt wirklich, sobald der Pfeil die kleinste Bewegung macht, aber das fand mein Pferd gar nicht mal so toll. Finish. Das war es übrigens. Ein B. Damit kann ich leben fürs erste Mal. Hat mir das jetzt irgendwie groß was gebracht? Annika. Oh, so langsam hat sie ganz gute Werte. Was bringt denn Geschick? Stärke und Reflexe, Ausdauer, Geschick und Schnelligkeit. Ausdauer, Geschick, Schnelligkeit. Wir machen mal die Waldstrecke. Jedes Pferd braucht Training. Auch meins. Während des Trainings erscheinen Pfeile auf dem Trainingsfeld. Wenn der Pfeil vorüber ist, beginnt dein Pferd sich zu drehen. Dann beginnt mein Pferd sich zu drehen? Was? Muss ich etwa noch länger? Ich guck jetzt mal. Perfekt. Ach so, ich muss es halt warten, bis der Pfeil so ungefähr überm Pferd drüber ist. Warum erklären die das denn nicht auch so? Ja, jetzt ein perfekt nach dem anderen. Als hätte ich nie in meinem Leben was anderes gemacht. Also, das ist natürlich jetzt großartig. Das war nur gut. Schade. Ja, das war wieder zu spät. Aber ich hab's so ungefähr verstanden. Jetzt kommt natürlich hier viel effizienteres Pferdetraining bei rum als gerade. Aber das ist ja nicht mein Fehler, wenn das so blöd erklärt wird. Ja, sag ich mal. Da, 3 gut, 10 perfekt. Also ich meine, das ist fast schon super. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Werte an. Also das heißt jetzt, okay. Irgendwo Reflexe, Schnelligkeit, Reflexe. Schnelligkeit, Reflex. Wir machen nochmal das hier. Dein Pferd ist ja, okay. Hast du trotzdem fein gemacht, Pferd. Zustand, Geist. Oh, ich muss mich also jetzt im Stall um mein Pferd kümmern. Wenn ich das richtig verstehe. Also friss. Ja, friss. Friss Pferd. Nong, 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 nong. Trink. So. Jetzt pflegen wir das. Das war für den Körper. Ja. Jetzt sind die Balken wieder beide voll. Sehr gut. Also können wir es weiter auf Arbeiten schicken. Was hatten wir da noch nicht? Wir waren noch nicht in der Scheune. Ab in die Scheune mit uns. So, was gibt's hier? Wenn dein Pferd krank wird, musst du das Stethoskop vom Tisch nehmen, um es zu untersuchen. Mit einer Spritze kannst du es heilen. Wenn das mal im echten Leben so einfach wäre, ne? Wenn dein Pferd gesund ist, kannst du versuchen, einen Zaubertrank zu mischen. Wirklich? Ja, gib mir mal das Rezept da. Borago Beta Rosa. Passt mal auf jetzt. Borago rein, Beta rein, Rosa rein. Doping für das Pferdchen. Oh! Ah, irgendwann da drüber. Wenn er sich dreht? Ich habe halt keine Ahnung. Mischergebnis war 60%. Das gibt auf jeden Fall gutes Doping. Nimm ihn vom Mörser und gib ihn deinem Pferd. Zaubertrank. Hier, Pferdchen. Was macht der jetzt? Ausdauer, Geschick, Intelligenz. Nimm dies. So, das hat jetzt die Werte erhöht. Aber Reflex auf 8, das sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Deswegen werde ich jetzt nochmal ein Reflextraining machen. Was bringt denn Reflex? Ich glaube, das da. Ja. Stärke, Reflex. Stärke, Reflex. Ja. Wir machen einmal den Hindernislauf. Jetzt ist das Pferd halt auch wieder fit. Jetzt können wir das problemlos machen. Ja. Es ist wieder dieselbe Pfeilmechanik wie überall. Wie? Dann dackel mal los, Bonanza. Zack. Und so langsam
macht mich diese Musik ja auch ein wenig fertig. Also die Musik ist interessanterweise immer das, dieses. Gibt's da noch mehr? Also ich weiß nicht, das Lied war ja anfangs mal ganz nett, aber so langsam zieht es sich. Das ist halt auch das, was heutzutage mit jedem Lied dieser Welt passiert. Irgendwann kann man es nicht mehr hören. Aber ich finde es interessant, wie viele Pfeile hier sind und wie beim Schlittenziehen überhaupt nichts kam. Das kann auch daran liegen, dass ich das Schlittenziehen halt einfach total verkackt habe. Aber das weiß man ja nicht. Finish! So, bitte sag mir, dass unsere Annika jetzt so ein bisschen was an Reflexen hat. 98%, das sollte eigentlich ganz gut sein. Dafür kriegt Annika. Ja. Ja, perfekt. So, wir gehen auf den Bauernhof zurück. Denn ich möchte als nächstes. Man konnte hier Missionen machen, wurde gesagt. Auf einem Rennen oder auf eine Mission schicken. Je höher das Level, desto besser die Rennen. Betreten. Ab dafür. Irgendwas wird sich ja finden lassen. Ach, schau an. Um ein Pferd zu einem Rennen zu schicken, wähle den Pferdewagen aus, um jemandem zu helfen, der in Schwierigkeiten ist. Klick auf den Briefkasten. Wo ist denn hier ein Briefkasten? Da. Der Nachbar sucht ein Pferd, um seinen Pflug zu ziehen. Ein Brief muss ins nächste Dorf gebracht werden. Wir bringen mal den Brief weg, würde ich sagen. Stoppuhr, was ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Ich sehe nur, dass so langsam, glaube ich, das hier abnimmt, oder? Also jetzt ist es hier. Habe ich mir das nur eingebildet oder wird das weniger? Wird das? Ich habe nichts gesehen. Ich glaube, das hier wird weniger. Bin mir nicht sicher. Aber irgendwas ist bestimmt passiert. Von der Mission zurückgekehrt. Großartig. Du hast einen Gegenstand gefunden. Das war alles. 30 Gold. 24 Gold, 21 Gold, 18. Ach, das rechnet er jetzt in Dreier-Schritten runter. Natürlich. Noch umständlicher ging es natürlich nicht. Jetzt ist Geschick auf 98. Also so langsam, Annika. So langsam können wir dich mal paaren gehen, glaube ich. Und ganz viele Pferde aus dir machen. Erstmal wirst du geschwammt. Hier. Nimm dies. Ganz viel davon. Ja, das gefällt dir, ne? Ist das toll. Ja. So, Annika. Dann friss nochmal. Miam, 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 miam. Könntest du jetzt bitte? Es verbessert aber nicht nochmal. Nee, das ist einmal. Nur weil das im Raum hat, kriegt es 3 Stärke. Möchtest du vielleicht auch noch was trinken, du Diva? Yep, möchtest du. Und dann. Was macht der Eimer? Ich kann ihn anklicken, aber es passiert nichts. Der ist halt echt nur dekorativ. Wir gehen wieder vors Tor. Und nutzen unser kleines Pferd. Ja, ich möchte die Tipps nicht immer lesen. Was soll denn das? Ich würde sagen, wir schicken dich einfach mal auf weitere Missionen. Wir haben ja noch welche. So, Stoppuhr. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis dieses rote Ding, der rote Zeiger, hier oben auf der 12 landet. Das ist natürlich wahnsinnig spannend aufgemacht. Muss ich schon sagen. Es gefällt mir ziemlich gut. Jetzt eine halbe Minute oder so hier vor dem Bildschirm zu sitzen und nichts zu machen, das ist wahnsinnig geil. Also, kann ich in der Zeit denn woanders hin? Kann ich in der Zeit zum Schmied? Das wäre immer interessant, dass ich. Ja, ich kann die Zeit wenigstens rumbringen. Okay. Dann können wir auch wieder ans Tor gehen, denn. Was will ich in der Zeit kurz machen? Tak, 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 tak. Ja, ich weiß es. Ist okay. Okay. Von der Mission zurückgekehrt. Hi, 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 hi. Juhe. Gegenstand gefunden. Ein Smaragd war das, glaube ich. Und 30 Gold. Jeppa. So. Das Gewichtheben-Turnier. Okay, worin bin ich denn gut? 98 Geschick.
Frage. Stärksten Pferde. Wie viel Stärke? 4 noch. Ich glaube, wir probieren einfach mal das Gewicht heben. Ja. Also wir haben ein wahnsinnig starkes Pferd. Unser Pferd ist schon klug, also wird unser Pferd schon wissen, was es da anstellt. Alleine. Es hat so ein Horn. Damit kann es schon mal gut schummeln. Also es kann sich quasi die Gewichte auf die Stirn, vorne auf den Kopf legen. Und dann fällt es nicht runter wegen dem Horn. Also das sollte funktionieren. Ich habe Vertrauen in meine kleine Annika. Das wird schon. So. Aber dieser Bild, das ist echt blöd gemacht. Ganz ehrlich. Kann ich das irgendwie vorspulen? Nein. Nein, wirklich nicht? Oh. Da. Das sieht aus wie der zweite Platz. Ich glaube, das war der zweite Platz, oder? Ach, und das kann sie immer wieder machen. Das kann sie einfach wieder machen. Okay. Gut. Das ist also wahnsinnig wichtig. Was ist hier? Infotafel. Wir betreten die Infotafel. Level Stern. So, wir haben hier was ganz Wichtiges gefunden. Nämlich den Brunnen. Wenn du den Brunnen upgradest, kannst du ein weiteres Pferd in deinem Stall haben. Möchtest du das Gebäude upgraden? Ja. Tada! Wir haben einen Brunnen gebaut. Oder mal so eben aufploppen lassen. Betreten. Das heißt, theoretisch müsste jetzt im Stall ein zweites Pferd sein, oder? Wie funktioniert das? Geh in den Shop, um einen Fohlen zu kaufen. Gib mir einen Fohlen. Ach du Schande, sind die teuer. Ich glaub mal, daraus wird so schnell nichts. Nee, daraus wird so schnell nichts. Ich wollte ja unbedingt ein wunderschönes Pferd ranzüchten. Und hab dafür leider ein wenig Geld verbraucht. Gut, dann wird die Annika jetzt noch ein bisschen Geld ranschaffen müssen. Aber an sich, sag ich mal, ist dieses Spiel, ja, so spannend wie Pong gegen sich selbst, würde ich sagen. Es gibt bestimmt Leute, denen das Ganze gefällt. Ich sehe es jetzt noch nicht. Vielleicht wird es ja noch interessanter, wenn man sich dann Pferde züchten kann, so wie bei... Es klingt halt so ein bisschen nach Dragon Quest Monsters. Da konnte man das ja auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass Dragon Quest damals ein wenig tiefgründiger war als das hier. Ich sag's mal so. Oh, was ist denn mit dir los? Du bist krank geworden. Och nein. Och nein. Ich dachte, das ist nur, wenn der Balken hier leer ist. Was soll das denn jetzt? Ja, dann müssen wir uns jetzt wohl nochmal um dich kümmern. Wo war denn das? War das in der Scheune? Ich glaube, das war in der Scheune. Ja. Pferd untersuchen. Zack. Die Medizin kostet 50 Gold. Oh, wirklich? Hier, Pferd. Könntest du bitte jetzt gesund sein? Ganz gesund? Gesundheit wiedererlangt. Da steigt der Kopf. Oh, ist das toll, ne? Ja. Ich finde es übrigens auch großartig, wie sie 103 von 100 Stärke hat. Die kleine Annika. Hast du fein gemacht. Folgt der Kopf der Maus? Ja. Guck der Hand hinterher. Guck der Hand hinterher. Wo ist die Hand? Wo ist die Hand? Hä? Da ist die Hand. Ja. Ja. So ein bisschen folgt es mir zumindest. Ist gar nicht mal so dumm, die Kleine. Gut, ich bin aber mal ganz ehrlich. Ich lasse das mal für heute hier so stehen. Denn jetzt noch 300 Gold zu sammeln, da... Nein. Nein. Wenn ihr wirklich noch mehr hiervon sehen wollt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Unter dem Video oder wie immer auch gerne auf gamingclerks.de und dann sieht man sich möglicherweise mit mehr Pferdespaß. Ich werde definitiv meinen Spaß haben. Und ich würde sagen,
Entweder ja, sonst nein. Man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.